Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descent. Ihr habt am Titel schon gesehen, heute geht's um die Problematik mit dem Valby Run. Der wird ja gewissermaßen gepatcht diese Woche. Vorab einmal, was ist überhaupt der Valby Run, damit wir alle auf einem Nenner sind und jeder weiß, worum es geht. Wenn ihr Valby nehmt oder Valby schon habt, das muss man nicht unbedingt mit Valby machen. Valby ist so der beste Charakter, den man dafür nehmen kann. Und wenn ihr Valby habt, dann könnt ihr in der Festung, im letzten Bereich der Story, bei diesem Außenposten extrem krass farmen. So voll Gold, extrem Erfahrung, extrem viel Kulper und allerhand verschiedener Items. Und dieser Valby Run, der aktuell in aller Munde ist, ist auch den Entwicklern nicht entgangen. Und die haben dazu einen Dev Talk, einen Comment rausgehauen und einen Patch angekündigt für diese Woche. Und da stehen ein paar interessante Sachen drin, wie zum Beispiel, dass sehr natürlich klar ist, dass es diesen Valby Run im Außenposten in der Festung gibt und sie schön finden, dass viele Leute deswegen wahrscheinlich sich auch Valby geholt haben. Haben aber auch eingeräumt, dass es ein Fehler ist, dass da halt so viele Gegner spawnen, weil vielleicht nochmal zur Klarstellung, das Problem ist, wenn ihr diesen Außenposten spielt und den Boss nicht killt, dann spawnen 2,5 Minuten lang unendlich viele Gegner und das sorgt dafür, dass bis zu 2 bis 3 Mal mehr Items fallen gelassen werden als überall sonst im Spiel. Ist also auch rein rechnerisch wirklich aktuell der krasseste Farmspot. Und anstatt wie bei jedem anderen Entwickler, wo man denken würde, okay, die nerven das, spawnen einfach keine Gegner mehr, machen sie genau das Gegenteil, weil sie sagen, wir wollen nicht irgendwas nerven, woran die Community Spaß hat, sondern sie werden dafür sorgen, dass andere Punkte im Spiel angehoben werden und quasi auf diesen Unbalanced Spot hochgehoben werden, so dass dieser Spot vielleicht nicht mehr ganz so interessant ist, sondern andere Spots noch interessanter werden. Und das muss ich sagen, ist in den letzten Jahren, glaube ich, das erste Mal, dass ich so einen Ansatz sehe. Bei jedem anderen Entwickler hätte ich gesagt, okay, da werden jetzt die Monster-Drops reduziert, die Monster an sich reduziert, irgendwas wird da umgeändert. Aber nein, hier wird gar nichts umgeändert. Ganz, ganz leichte Änderungen wird es auf jeden Fall geben. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass, weil sowas machen andere Entwickler normalerweise nicht so. Da bin ich sehr gespannt, wie es auch in der Zukunft ist. Ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, ey, Lou, glaubst du, es kommen bald mal Nerfs oder so, weil einige Charakter schon sehr stark sind. Ich baue zum Beispiel aktuell ein Glay-Build, der Bosse one-shotten kann, beziehungsweise auch in 10 Sekunden killen kann. Da gibt es einige Charakter, die das aktuell schon können. Und da ist natürlich die Frage, ey, wird da demnächst was genervt? Oder gibt es vielleicht eine schwierigere Stufe, die man spielen kann? Da kann man auf jeden Fall gespannt sein, wenn der Entwickler solche Wege geht. Dann auch sehr interessant, was in diesem Patch steht. Ich habe es schon vor ein paar Tagen angesprochen, aber vielleicht hier nochmal ein bisschen ausführlicher. Es wird andere Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten, Gold zu generieren. Und das Ganze bei den schweren Operationen, die ihr machen könnt, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt. Dort gibt es nämlich aktuell nur 12.000 Gold, wenn er die Mission abschließt. Was ehrlich gesagt für 5 Minuten bis zu 10 Minuten Spielzeit relativ wenig ist. Ihr kennt das, wenn ihr hier an diesem roten Globus seid, dann könnt ihr hier eine Mission auswählen. Und diese Mission gibt dann nur 12.000 Gold für euch. Und das wird auf jeden Fall einmal angehoben. Außerdem wird man nochmal schauen, was mit den Void-Fragmenten ist, dass da die Locations und dass das alles so ein bisschen besser gebalanced ist mit den Fragmenten. Und sehr interessant, dass jetzt vor dem August, wo ja der große Patch kommt, wo ja die 2 neuen Charakter reinkommen, nochmal hier ein Patch rausholen, einmal für den raushauen für den Valby Run, für Gold und nochmal für Void Fragmente. Da können wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein und ich muss sagen, der Weg, den der Entwickler bis jetzt geht, die ersten 3 Wochen gefällt mir richtig, richtig gut, was man so mitbekommt. Sie hören extrem krass auf die Community. Sie ändern viele, viele coole Sachen. Das allererste, was mir aufgefallen ist, ist, dass man ja diese Infiltration jetzt auch in der Gruppe machen kann. Da waren ja ganz am Anfang ganz viele Leute ganz traurig, dass man das nicht in der Gruppe machen konnte. Da gibt es eine Gruppensuche, die Infiltrations-Spawn-Zeit, Infiltrations-Respawn-Zeit wird
reduziert. Also viele, viele coole Sachen, die jetzt in wirklich kürzester Zeit gekommen sind. Und da können wir sehr gespannt sein, was in der Zukunft da noch kommt. Mich würde sehr interessieren, was ihr vom Vibe Run haltet. Nutzt ihr den aktuell selber? Ist ja extrem krass, um Waffen hochzuleveln und Charakter hochzuleveln und um einfach auch Gold zu sammeln. Wenn ihr nicht zu The First Descendants verpassen wollt und vor allen Dingen auch zum Glaive, der wird nämlich extrem krass, kann ich euch schon mal versprechen, dann auf jeden Fall ein Follow da lassen, würde ich mich sehr freuen. Ein Like auf dem Video und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.